Ende letzten Jahres lief eine Dokumentation in den Kinos, die jetzt auf Amazon Prime Video abrufbar ist und sich grundsätzlich die Frage stellt, inwiefern können wir die heute technologischen Mittel nutzen, um eine Zukunft zu schaffen, in dem wir die Erde und letztendlich auch uns selbst regenerieren können. Und damit geht es hier jetzt um 2040. Wir retten die Welt. Regisseur Damon Gamow ist Vater seiner vierjährigen Tochter Velvet und er fragt sich, was für eine Welt seine Generation ihr einmal hinterlassen wird. Dass wir in ein angsteinflößendes Szenario hineinsteuern, in dem der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten ist, ist seine große Sorge. Und das, obwohl die technologischen Möglichkeiten heute schon vorhanden sind, um dagegen zu steuern. Und so zeichnet Damon eine Version unseres Planeten im Jahr 2040, in der wir konsequent diese vorhandenen Mittel ausbauen, um die Natur, den Planeten und uns selbst zu regenerieren. Immer mit Blick auf seine Tochter und in was für einer Welt sie dabei leben könnte. 2040, wir retten die Welt, geht 93 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und lief einst ab dem 7. November 2019 in den deutschen Kinos, ist jetzt, wie eingehend erwähnt, auf Amazon Prime Video abrufbar. Und ich bin ein großer Doku-Fan und bei der Vorstellung des Programms von Amazon diesen Monat dachte ich, okay, da muss ich mal reinschauen. Regisseur Damon Gamow ist einer, der unter anderem mit Sugar Rush, The Sugar Film, schon eine Dokumentation gemacht hat, die für eine Menge Aufsehen sorgte und nun eben sich diesem Thema widmet. Was haben wir eigentlich für Möglichkeiten heute schon, wenn wir sie konsequent einsetzen, wenn wir nicht unbedingt Industrien hätten, die auch aus dem letzten Erdöltropfen noch den letzten Cent oder Dollar hinauspressen müssten, sondern wenn ein Umdenken in den Köpfen stattfindet. Dabei zeichnet er am Anfang ein Ausgangsszenario, ganz schön mit Effekten eingefügt und eine hoffnungsvolle Welt, in die man hineinleben könnte. Dabei ist dieser grundsätzliche Ansatz, so positiv zu sein, wirklich etwas, was Hoffnung schafft, was Mut macht, wo man denkt, hey, da könnte ja vielleicht tatsächlich was gehen und auch die Statistiken, die er aufruft, sind welche, wo man sagt, okay, es gibt vielleicht doch noch die Möglichkeit, das Rad rumzureißen und das alles hinterlässt auch ein positives Gefühl, wenn man sich 2040, wir retten die Welt, anschaut. Aber immer wieder sich selbst manchmal ein Ticken zu sehr an den Fokus nehmt, aber die Verbindung, nicht nur Regisseur zu sein, sondern eben auch Vater einer vierjährigen Tochter und dann in einer 2040-Variante, wo immer wieder diese Zeitsprünge erzählt werden, eine Welt malend, wie sie dann aussehen könnte, wie man mit Strom umgeht, dass man Strom spendet an wenige oder diejenige, die es sich nicht unbedingt leisten können, wie dieses System der Vernetzung in viele kleine Mikronetze stattfinden könnte und dezentrale Stromversorgung beispielsweise ein Ansatz sein könnte, um auf einem bestimmten Gebiet eine Revolution herbeizuführen. Es geht aber auch um Carsharing mithilfe von autonomen Autos, wenn Autos über 90% ihrer Zeit eigentlich nur geparkt heutzutage bei den Besitzern rumstehen. Es geht um pflanzliche Ernährung, es geht um ökologischen Anbau und es geht letztendlich auch um die Bildung der Frauen, was das verändert, auch wenn sich das so ein bisschen nicht so ganz einfügt in die anderen Themen, weil es am Ende so draufgesetzt wirkt, haben wir hier eine Dokumentation, die zugegebenermaßen, weil es sehr große Einzelthemen sind und nur 90 Minuten Lauflänge, die ganze Zeit an so einer gewissen Oberfläche kratzt und dabei versucht die emotionale Bindung über das Vater-Tochter-Verhältnis, die Verantwortung und letztendlich das Sprechen durch Kinderaugen und ihre Wünsche für eine Zukunft versucht zu verknüpfen und dabei sich hier und da ein bisschen verzettelt, aber den Ansatz mag ich grundsätzlich, weswegen ich 2040, wir retten die Welt, gerne gesehen habe, lässt sich wirklich gut wegschauen. Es ist eine Kombination, was die Kameraarbeit angeht, geht aus Interviewsituationen und das Szenenbild an verschiedensten Orten der Welt. Und wenn man dann beispielsweise für so eine Art Mini-Stromvernetzung mit Solarzellen auf Wellblechhütten zeigt, wie Strom gespeichert wird, wie man ihn abruft, untereinander handelt, wer noch Reserven hat und wie man unabhängig und im Dezentralen beispielsweise da agieren, funktionieren und Elektrizität haben kann, statt beispielsweise wie dann bisher an solchen Ecken auf Kerosin zurückzugreifen, was nicht bloß teuer, sondern auch verdammt gesundheits- und umweltschädlich ist, dann sind das Dinge, wo ich dann denke, ja, das erwärmt mir das Herz, aber vielleicht ist das auch so, wenn man Eigenheimbesitzer mit Solaranlage ist und vielleicht dann auch so ein bisschen mehr denkt, ja, nachhaltige Energie, wenn es möglich ist, warum denn nicht, ist das nur ein Ansatz, aber auch wenn man Statistiken hört, was alles an Parkflächen eingespart werden könnte, so ist Los Angeles beispielsweise zu 2/3 durch parkende und fahrende Autos belegt und würde man diese Parkfläche enorm reduzieren können, wenn man viel weniger Autos bräuchte, gibt es einfach viel mehr Lebensraum für Menschen, Tiere und für Pflanzen. Und da finde ich es, diese Dokumentation wirklich gut, einem zu zeigen, hey,
Man muss neu denken, man muss neu umsetzen. Man muss vielleicht das, spricht sie explizit an, wie wir es mit Netflix und Streaming-Anbietern und Co. geschafft haben, in Anführungszeichen, Videokassetten, DVD und Blu-ray-Kauf und Herstellung einzuschränken. Warum das nicht auch auf die Automobilbranche transferieren? Vielleicht natürlich nicht nur in ländlichen Regionen, wo es etwas schwieriger ist, aber eben in großen Städten, da wo sich viel tummelt, viel Stau entsteht und die Autos lange Zeit einfach ungenutzt rumstehen. Könnte man natürlich mit vielen Sachen kommen, wie was ist mit dem Transport von irgendwelchen schweren Gütern oder Industrie und so weiter und so fort. Aber im Großen, in der breiten Konsumentenmasse greift eben auch diese Dokumentation dieses Thema auf. Will sagen, wer Bock hat, sich eine Dokumentation anzugucken, die wirklich durchgehend auch hoffnungsvoll bleibt und sagt, hey, es ist nicht immer nur alles Kacke und es gibt richtig gute Ansätze, die man verfolgt, wie auch dann beispielsweise marine Permakultur, dann empfehle ich diese Dokumentation, die bei mir generell als Genre keiner Wertung unterliegen, aber kann man definitiv machen, wenn man eh Amazon Prime-Kunde ist, kann man sich kostenlos seit 2040 Wir retten die Welt anschauen. Und deswegen wollte ich gerne drüber reden, um darauf aufmerksam zu machen, weil das löst ja vielleicht mit ein bisschen Glück noch ein paar Gedanken aus, dass Leute sagen, hey, ein bisschen weniger Fleisch, ein bisschen weniger tierische Produkte oder wir hatten schon lange mal darüber nachgedacht, uns eine Solaranlage anzuschaffen, vielleicht machen wir es nicht wirklich mal. Vielleicht gibt es irgendjemanden da draußen, der dann sagt, das hat einen Ticken dazu beigetragen zu sagen, ja, mache ich oder versuche ich zumindest. Und deswegen hoffe ich, ihr fühlt euch gut informiert. Ich bedanke mich fürs Reinschalten bei dieser Doku-Besprechung zu 2040, Wir retten die Welt. Und ich wünsche euch generell ganz viel Spaß beim Dokumentationen schauen.